Das Max-Planck-Institut hier chemische Physik fester Stoffe. Das macht genau das, was eigentlich der Name schon sagt. Wir arbeiten an der Grenze zwischen Chemie und Physik. Darum geht es halt, dass wirklich ganz eng Chemiker und Physiker zusammenarbeiten und Physikerinnen. Und zwar im Bereich fester Stoffe, also harter Materie. Also alles, was so uns umgibt, ist ja feste Stoffe. Wir forschen an Materialien, die bei tiefen Temperaturen besonderes Verhalten zeigen. Wir untersuchen dabei diese Materialien und vor allen Dingen die elektrischen Eigenschaften. Unser Institut betreibt Grundlagenforschung in theoretischer Physik. Wir verwenden die Sprache der Mathematik, um Naturphänomene zu ergründen und zu verstehen. Dabei stehen komplexe Systeme im Vordergrund, ganz verschiedener Art. Wir sind insbesondere an Dynamik, an zeitlichem Verhalten interessiert. Zum einen sehr schnelle Dynamik in Molekülen oder Atomen, aber auch Dynamik in Materialien bis hin zu Dynamik biologischer Systeme und Prozesse. The basic question that we're interested in at the Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics is how do collections of tens of thousands, hundreds of thousands of cells coordinate their activity to create a given tissue or a given size and shape. The thing that makes us unique is the way that we look at these questions. We use a great deal of technology. Dresden has a very, very unusual and special environment for research. The rise of Dresden as a recognized location for research has been really meteoric. Ja, die drei Dresdner Max-Planck-Institute haben eine enge Zusammenarbeit, haben viele gemeinsame Interessen, sowohl wissenschaftlich als auch beim Aufbau eines starken wissenschaftlichen Umfeldes hier in Dresden. All three institutes are part of the same legal entity, the Max Planck Society. So in fact we are not fully independent. Mit dem MPI PKS, also die Physik komplexer Systeme, kann man natürlich direkt sehen, wo die Verbindungsachse ist, nämlich zur Physik. Das ist auch eher ein theorieorientiertes Institut, wenn wir experimentell sind. Und wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Theoriegruppe. Wissenschaftlich verbindet uns auch viel, weil wir alle naturwissenschaftlich ausgerichtet sind. We for quite some time have been working very closely with PKS. We have shared programs, shared PhD programs, and now we actually share a building because we have together founded the Center for Systems Biology Dresden. These two institutes work very closely together because fundamentally life is physical and therefore physics comes into play. Was sicher gut funktioniert, ist auch die Zusammenarbeit auf einem anderen Level, zum Beispiel in Bezug auf Studentenbetreuung. Technology is becoming increasingly expensive, and it absolutely makes no sense to have individual centers in individual institutions, but rather to have centers that are common to all of the institutions within Dresden. So that's really what the Dresden concept is all about. It's a partnership to really realize our synergies, to be able to do more and to be more than the sum of your parts. Ja, Grundlagenforschung ist getrieben durch die Neugier, Naturphänomene zu verstehen, tief zu ergründen. Es ist eine Faszination, neue Dinge zu entdecken, die noch unbekannt sind. Es gibt vieles Neues zu entdecken. So if you want to discover new things, exploring the unknown is exactly that. Grundlagenforschung kann genauso inspirierend sein. Es ist praktisch die Frage nach dem Sinn des Lebens oder woraus das Leben überhaupt besteht, genauso wie Kunst und Literatur das halt auch stellen. Und dadurch ist es, finde ich, ein unglaublich wichtiger Anteil von dem, was uns eigentlich zu Menschen macht. Basic research is essentially
curiosity-driven investigations. The researcher is basically just exploring a system, a question, an area. Man kann schon sagen, wir machen zwar Grundlagenforschung, Quantenmaterialien, aber wir machen auch schon relativ angewandte Forschung in Richtung auf thermoelektrische Materialien. Vor allen Dingen Forschung an Materialien, so wie wir sie machen, bringt manchmal Eigenschaften zutage, die man dann auch später verwenden kann für zum Beispiel Computer. Aber auch die Materialien, wo wir mehr in der Grundlagenforschung involviert sind, haben langfristig sicher eine Bedeutung für die Anwendung. Man muss einfach sehen, wie lange es dauert, bis ein Material in die Anwendung geht. Das ist, war sicher immer ungefähr 20 Jahre, jetzt ist es, sind es kürzere Zeiten. Die Technologien, die heute zur Verfügung stehen, die im Alltag bestimmen, die wurden durch Forschung vor vielleicht 80 oder vor 50 Jahren ermöglicht, und die gegenwärtige Forschung wird die Technologien in den kommenden Jahrzehnten ermöglichen. You just never know where the next really great idea is going to be. You can't say, I'm going to have a great idea tomorrow. The basic research of today is going to be the applied research that we're doing 50 years from now. The percentage of the most important discoveries made in history that are from basic research rather than applied is very high, somewhere between 75% and 80% of discoveries, things like antibiotics, many of the most important cures have actually come from basic research. Also man braucht eine gewisse Geduld. Man muss halt deswegen in die Grundlagenforschung investieren. Mit etwas Geduld wird sich alle Grundlagenforschung auszahlen. And if we want to solve the grand challenges of our planet, it will have to be through basic research.